Hallo liebe Schützen, willkommen bei Chat Noir Tarot. Ich möchte heute gerne Karten für euch legen. Es geht um den Zeitraum von Mitte bis Ende Juli 2024. Ich habe schon ein bisschen was vorgelegt. Es folgen dann noch weitere Karten. Hier links habe ich Karten für dich, lieber Schütze, und hier für dein Gegenüber. Das Gegenüber kann hier eine einzelne Person bis hin zu einer Personengruppe darstellen. Ja, die Rollen können auch vertauscht sein und bedenkt bitte immer, zumindest bei meinen Legungen sind das immer Kollektivlegungen. Das kann und wird hier leider nicht immer auf alle passen. Ja, ich beginne sehr gerne hier mit Orakelkarten. Drei Stück habe ich für euch gezogen. Drei Stück sind rausgefallen beim Mischen. Schauen wir uns mal an. Ja, sehr schön die Vereinigung. Erinnert mich an zwei der Kelche. Irgendwas Schönes kommt hier zustande. Du wirst sehr glücklich sein. Ja, irgendeine gute Zusammenarbeit, eine Zusammenkunft. Acht. Acht. Gib dir Kraft. Gib dir Kraft. Hier haben wir den Winterschlaf mit der 26, ergibt auch Kraft. Acht, ja, wir sehen hier auch den Löwen. Ja, du musst Kraft tanken, lieber Schütze. Du brauchst eine kleine Pause. Ja, vielleicht auch an den guten Schlaf denken, gesünder schlafen, früher ins Bett. Ja, ein bisschen Sport machen, gesunde Ernährung. Ich glaube, das brauchst du, das tut dir ganz gut. So, was haben wir hier? Es geht um das Vorankommen. Auch die 8 drauf. Guck mal. Quersumme 8, 8, 8. Unendlichkeitszeichen. 8 ist die Unendlichkeit. Auch karmische Prozesse. Ja, das Vorankommen. Ja, du willst hier Tempo machen. Die Karte ist umgekehrt gekommen. In diesem, ja, bei diesem Kartendeck, gilt das zu beachten, wenn die umgekehrt kommen. Das heißt, mit dem Vorankommen könnte etwas schwierig werden. Ja? Läuft nicht so nach deinem Tempo oder es läuft anders wie erwartet. Ist auch möglich. Kommen wir zu den Tarotkarten. Ja, es beginnt ja auch mit Vier der Schwerter. Vier der Schwerter ist so die Karte, ich brauche Urlaub, ich brauche Ferien, ich will mich mal ausruhen. Ja, ich brauche mehr Schlaf, ich brauche mehr Ruhepausen. Ja, vorher waren ja drei der Schwerter. Irgendwas hat dir gedanklich zugesetzt. Ja? Mit vier der Schwerter machst du dir auch Gedanken. Ja? Ja, du musst deine Gedanken sozusagen zur Ruhe kommen lassen, damit die richtigen Gedanken kommen können. Ja? Weil bei drei der Schwerter ist man unsicher, man ist verletzt, man ist traurig, jemand hat was Blödes gesagt, es gab Missverständnisse, die Kommunikation war etwas unschön. Und da mit vier der Schwerter muss man da erstmal Gras drüber wachsen lassen, sich beruhigen, sich ausschlafen, ja, damit man hier den Kopf klar bekommt. Der Herrscher. Vier der Schwerter und der Herrscher. Ja, beim Herrscher geht es um Ordnung. Der Herrscher sagt, wo es lang geht. Du steuerst die Situation in deinem Sinne. Dadurch, dass du hier dich zurückziehst oder vielleicht auch eine gewisse Kommunikation runterschraubst, auf etwas nicht antwortest, ja, setzt du sozusagen ein Zeichen, setzt du eine Grenze, weil der Herrscher, der setzt auch Grenzen, der sagt bis hierhin und nicht weiter, ja. Irgendwas scheint dich hier, ja, zu beschäftigen und du sagst, ich brauche erstmal hier eine Pause, ich will hier keine E-Mails, ich will hier keine Anrufe, ich muss erstmal zusehen, dass ich mich hier wieder stabilisiere. Dann kommt hier ein Ass der Stäbe. Dir kommt eine Idee, ein Impuls kommt hier rein. Weil nach vier der Schwerter geht es dann in die Fünfer. Ja? Und Fünfer ist so Bruch, Verlust, Traurigkeit. Ja, fünf der Münzen ist so, wir gehen getrennte Wege, passt nicht. Keine Basis. Fünf der Kelche ist oh, traurig, Vertrauen ist zerstört, geht nicht mehr. Fünf der Schwerter ist Streit. Ja, haben wir hier beim Gegenüber, komme ich gleich dazu. Aber du kriegst hier eine Idee. Ja. Wie du das Ganze relativ zu deinen Gunsten drehen kannst. Und hier sehr schön. Page der Münzen, dir kommt eine Idee für was ganz Neues.
Oh, du sagst, nee, ich gehe da nicht weiter rein. Ich werde mich da nicht einem Konflikt ausliefern, weil ich sehe hier bei Fünf der Schwerter durchaus, dass jemand Lust auf Krawall hat. Und du sagst, nö, 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 nicht mit mir. Ich bin ein Feuerzeichen. Ich habe keine Lust zum Streiten. Dafür ist das Leben viel zu schön. Ja. Wir haben hier eine Königin der Stäbe. Ich hatte vorhin die Steinbocklegung und ich habe gesagt, das ist der König der Stäbe, weil die Karte so ein bisschen, also die Figur auf der Karte etwas maskulin rüberkommt. Oh, sorry, Steinböcker. Ja, die Königin der Stäbe. Ja, die hat ja auch viel Feuer. Es ist jemand, der auf jeden Fall viel Temperament hat. Und ja, Fünf der Schwerter. Ist hier durchaus bereit für einen Kampf. Ja. Will die Zähne fletschen. Ja, drei der Kelche. Drei der Kelche. Hier ist jemand interessanterweise mit drei der Kelche, fünf der Schwerter. Präsentiert sich dieser Mensch so in der Gesellschaft unter Leuten sehr harmonisch, kompromissbereit, ja, immer fröhlich, freundlich, hilfsbereit. So, aber hier gibt es noch eine andere Seite, so eine Ego-Seite, ja, kann auch ziemlich böse werden, böse Worte von sich geben. Ja, natürlich. Hier kann auch das Ego mit einer Rolle spielen. Und interessanterweise, weil ich habe ja gesagt, du kriegst hier diesen Impuls, diese Idee. Ja, mit dieser Idee, mit diesem Impuls, wirst du diesen Menschen in eine Situation bringen, wo dieser Mensch selber in der Defensive ist, wird dann überlegen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ne? Ich kann nicht kämpfen. Ja, das sind sieben der Stäbe. Und schau mal, dieser Mensch kniet hier. Und das ist fast schon so eine Haltung, bitte, bitte, bitte. Ja, das ist hier so beten oder bitten oder betteln. Anstatt sich zu wehren, kann sich gar nicht mehr wehren. Weiß nicht, wie sich zu wehren, ja? Weil irgendwas machst du hier sehr raffiniertes. So, ich nehme jetzt mal ein weiteres Deck und kläre das. Ja, lieber Schütze, die ersten vier Karten. 10 der Münzen und 10 der Kelche umgekehrt. Hier geht es um eine Situation, die mit anderen Menschen verbunden ist. Entweder ist es was Familiäres oder was Berufliches. Ja, da bist du einfach nicht glücklich. 10 der Kelche umgekehrt. Du bist frustriert, du bist unzufrieden. Was soll ich damit machen? Es passt vorne und hinten nicht. Also die Stabilität ist zwar da, es ist was da, ja. Du hast deine Familie oder du hast deine Arbeit, die hast du ja. Nur du bist damit nicht glücklich. Sehen der Kelch ist umgekehrt. Du fühlst dich nicht frei, du fühlst dich nicht geschätzt. Du findest auch die anderen doof, ja. Die Arbeitskollegen sind langweilig, sind nervig, haben komische Launen, lüften ständig oder so. Ja, also das passt dir nicht. Und dann hier diese vier Karten, du. Sehr, sehr interessant. Die Liebenden umgekehrt und Ass der Stäbe. Diese beiden Pagen stehen ja für was Neues. Das sind ja Karten auf deiner Seite. Du hast hier irgendeine neue Idee. Du überraschst hier die anderen mit einer überraschenden Entscheidung, womit keiner rechnet. Die Liebenden umgekehrt. Es ist eine Entscheidung, die du aus heiterem Himmel triffst, ja, oder du revidierst hier eine Entscheidung, kann auch möglich sein, ja, dass du plötzlich irgendwas zurücknimmst, du gehst von einem Vertrag zurück, du kündigst oder du ziehst irgendein Angebot zurück, völlig unerwartet, ja, weil du hast hier irgendwas anderes, was Besseres im Sinn, ja, hier der Page der Münzen, willst du was ganz Neues, anderes aufbauen, und wie gesagt, hier mit dem Pagen der Kelche ist das eine Überraschung, für dich selbst auch. Ja.
Ja, hier beim Gegenüber, die Gerechtigkeit und der Narr, dieser Mensch fühlt sich im Recht. Also glaubt immer Recht zu haben. Ja, wir haben hier zwei Gegensätze. Die Gerechtigkeit steht ja für eine Gerechtigkeit im moralischen, im juristischen oder im sachlichen Sinne. Und der Narr, der träumt vor sich hin. Das ist Naivität, ja. Also fühlt sich hier komplett im Recht. Ja, Ego, fünfter Schwerter. Ich habe immer recht. Bäh, 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 bäh. So. Ja. Und hier drei der Kelche und sechs der Münzen. Dieser Mensch spielt anderen was vor. Ja, suggeriert hier Unterstützung, Freundlichkeit. Ja, ist immer irgendwie gut gelaunt, gerade so in Gruppen. Ja, ist so Mr. Sunshine, Mrs. Sunshine. Ja, kommt immer gut rüber bei anderen. Aber hier sechs der Münzen. Dieser Mensch macht das nur, also gibt anderen nur etwas, um sich selber zu präsentieren auf dem Präsentierteller, ja, um sich wichtig zu machen, um gesehen zu werden. Auch ja, der großzügige Herr, die großzügige Dame gibt mir hier mal ein paar Krümelchen ab, ja. Und die anderen, die gehen auf die Knie und freuen sich. Ja, aber wie gesagt, hier mit dem Ast der Schwerter, dieser Mensch kriegt hier einen Lauf. Ja, hier ist ein Ast der Schwerter, hier kommt eine Nachricht rein, wo dieser Mensch auf die Knie fallen wird. Und ich denke mal, das ist ja deine Reaktion. Ja, du machst hier irgendwas unerwartet. Und das wird bei diesen Menschen einschlagen. Ja, wie eine Bombe. Ja. Spannend. Schauen wir mal, wie geht's hier weiter? Ja, liebe Schützen, ich habe den Eindruck, dass sich das irgendwie jetzt seit Wochen oder fast Monaten bei euch wiederholt. Und es tut mir leid, wenn ich hier einige von euch langweile. Aber immer wieder taucht auch der König oder die Königin der Kelche bei euch auf. Entweder ist es jemand in eurem Umfeld, der einen besonderen Einfluss auf euch hat oder euch auf etwas hinweisen möchte. Es geht aber auch hier um eure eigene Energie. Beim König der Kelche geht es um Herzensentscheidungen, Herzenswünsche, den Herzensweg. Ja, was tue ich nur, weil die Gesellschaft es von mir erwartet, weil ich mein Konto mit Geld füllen muss, weil es mein Ehemann, meine Ehefrau von mir erwartet, die Schwiegereltern. Und was tue ich wirklich vom Herzen? Weil ich meinem Herzen folge. Das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die verzichten zum Beispiel aufs Geld, also verdienen weniger Geld in einem schlecht bezahlteren Job, weil sie da etwas machen können, was wirklich ihrem Herzen entspricht. Ja. Es gibt Menschen, die verzichten auf eine Partnerschaft, verzichten auf die Ehe, weil sie einem gewissen Traum nachgehen wollen. Ja, die wollen um die Welt reisen. Oder sind beruflich weltweit unterwegs und verzichten deswegen freiwillig auf eine eigene Familie, weil sie wissen, sie können dann nicht so die Bedürfnisse der anderen erfüllen. Also ich hatte das auch bei der Jahreslegung bei euch für dieses Jahr, dass es irgendwo auch um Verzicht geht, freiwilligen oder auferlegten Verzicht. Und wenn wir in dieser heutigen Welt unserem Herzen folgen wollen, dann müssen wir zwangsläufig auf etwas verzichten. Ja, das will ich euch einfach nur so mitgeben. Du bist hier immer wieder aufgerufen oder aufgefordert, deinem Herzen zu folgen. Der Gehängte. Du guckst dir etwas genauer an. Auf den zweiten Blick, auf den dritten Blick, auf den vierten Blick wird sich das Puzzle für dich fügen. Wir haben hier den Gehängten. Ich habe ja gesagt, es geht um dieses Vorankommen, ist umgekehrt gekommen. Ja, warum geht es nicht voran, lieber Schütze? Ja, da hängst du rum
und wirst gezwungen, es zu erkennen, warum es nicht vorwärts geht. Beim Gegenüber zweimal die Gerechtigkeit. Jemand möchte hier etwas klarstellen. Jemand beruft sich hier vielleicht auf sein Irrrecht. Möglicherweise hast du es auch mit einer juristischen Angelegenheit zu tun. Und schau mal, hier kommt wieder der Narr. Hier kommt wieder der Narr. Und hier 5 der Schwerter nochmals. 5 der Schwerter, 5 der Stäbe. Jemand will hier noch ein Hühnchen mit dir rupfen. Jemand will hier irgendwas zusammenbrauen. Irgendwas hier, irgendwas Giftiges hier kochen und dir servieren, habe ich den Eindruck. Bisher bist du ausgewichen, ja? Bisher bist du ausgewichen. Hier braut sich was zusammen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch darauf verpicht ist, dich da an den Tisch zu holen, wenn die Suppen fertig sind. Um hier rauszukommen, ja, und hier die Freiheit der Sternkarte zu erleben, wirst du zwangsläufig hier reingehen müssen. Du wirst dich hinsetzen müssen und du wirst von dieser ekligen, versalzenen Suppe kosten müssen. Nein, vergiftet wird sie nicht sein. Aber die wird nicht schmecken, denke ich mal. Die wird nicht schmecken, aber das ist der einzige Weg hier zur Befreiung, zur Erlösung. Die Sternkarte ist halt die Freiheit. Die Sternkarte ist die Erlösung. Ist die Freiheit, ja. Ich kann dann machen, was ich will mit der Sternkarte. Ist dann auch die Wunscherfüllung. Deine Wünsche werden erfüllt. Hier, schau mal. Der König der Kelche und die Sternkarte. Ich habe die Freiheit, um meine Herzenswünsche zu erfüllen. Da willst du ja hin. Durch die Freiheit kommst du hier in deine Herrscherkraft, in deine Schöpferkraft, kommst du hier wieder, ja, bekommt alles, was du möchtest, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur, es läuft wieder so, wie du es haben möchtest und dann kannst du hier ein gewisses Kapitel für dich abschließen mit der Welt. Ja. Ich glaube, beim Herrscher geht es auch darum, dass du dich irgendwo nicht gesehen fühlst, nicht wertgeschätzt fühlst, dass deine Vorstellung von Struktur, von Ordnung mit der Ansicht anderer kollidiert. Also, ja, du möchtest der Herrscher sein. Du willst hier vielleicht auch selbstständig, autonom über irgendwas entscheiden und ja, fühlst dich aber ohnmächtig dazu, weil andere Leute immer wieder die Suppe versalzen. Ja, es geht hier darum, etwas abzuschließen. Eine Lernaufgabe steckt hier dahinter. Und es geht hier um deine Wünsche, ja, um deine Freiheit, lieber Schütze. Ja. Schauen wir mal im August, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr konntet hier was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Genießt den Sommer, genießt den Juli, genießt das schöne Wetter. Ja, bald kommt ja wieder der Herbst. Das geht ja ratzefatz hier in Deutschland. Also, macht's gut, liebe Schützen. Alles Gute. Ciao.